Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Beim letzten Mal haben wir einen herben Verlust erlitten, womit wahrscheinlich die wenigsten, die das Spiel nicht kennen, vielleicht auch nicht gerechnet hätten. Aber ja, unser Chrono ist von uns gegangen. Das nicht im Sinne von so, ja, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich gehe jetzt mal, sondern er hat sich geopfert. Ja, und jetzt stehen wir da ohne Chrono. Aber es muss weitergehen, wir müssen immer noch Lavos aufhalten. Hier gibt es noch einen Zufluchtsort. Ein paar Erleuchtete haben überlebt, aber zwischen Erleuchteten und Erdkronen gibt es keinen Unterschied mehr. Aha. Ein Mondstein wird zum Solstein, wenn er für Jahrtausende der Sonne ausgesetzt wird. Das Königreich des Eifers hatte einen. Es braucht sehr alte Steine, um ordentlich Energie zu erzeugen. Aha. Den Tipp hatten wir oben, als wir damals da waren, auch schon mal gekriegt. Schaut öfter vorbei, sein Angebot wechselt von Zeit zu Zeit. Aha. Einkaufen? Was hast du denn? Den Rotz wie immer. Okay. Wir nehmen aber mal tatsächlich ein paar Tonics mit. Beziehungsweise. Wir nehmen mal ein paar von denen hier mit. So. Ein paar Unterkünften. Unterkünfte. So. Ja. Und mehr dann halt auch nicht. Bis bald. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wie komme ich denn da hinten ran? Einkaufen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich will ich nur, dass du da weggehst. Ich glaube, da liegt halt auch irgendwie sowas wie eine Magiepille oder sowas. Vielleicht kommt das aber halt auch später, dass wir dann da rankommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Tja, wir können halt jetzt auch munterfröhlich in der Zeit umherdoktern und hier woanders hingehen. Mit Epoch. Aber kommen wir jetzt aktuell nicht ran, da müssen wir gleich sonst wohin. Hier, ein Nordkap. Hier gibt es nicht viel zu sehen, außer ein bisschen Aussicht. Hallo Aussicht. Wenn er so ein bisschen an die Brücke. Ja, wie sieht eigentlich jetzt hier die Karte aus? Relativ übersichtlich. Viel Landmasse ist in dieser Zeit nicht. Mehr Wasser als alles andere. Wie sich dann das Land gebildet hat in den nächsten 12.000 Jahren. Hm. So, die Gemeinde. Da ist ja auch der Älteste hingegangen. Gehen wir mal hin. So, aus dem, hier, ne, mit den bunten Pixeln auf den Baum. Hier sieht das schon fast aus wie irgendeine Weihnachtsbeleuchtung oder sowas. Aber gut, funkelt halt im Schnee. Wie soll ich hier ohne Magie überleben? So wie alle anderen auch. Brauchst Magie zum Überleben nicht. Außerdem bist du nicht allein. Du hast absolut recht. Wir leben und es wird immer Hoffnung geben. Ihr seid ja optimistisch. Nutze den Tag. Nee, ich sitze hier und spiele Videospiele. Wir sind von einer gefährlichen Macht zu abhängig geworden. Korrekt. Gut erkannt. Weiter so. Alles und jeder ist in den Tiefen versunken. Ja, bis auf du und die Panan hier. Der Wolkendunst ist fort. Der Sturm hat nachgelassen. Ob der lange Winter endlich vorüber ist? Keine Ahnung. Muss ich in den Schlaf geweint haben? Lasst ihn. Okay. Alle ausgeruht. Verbeugt euch und huldigt unseren neuen Herrscher, König Telten. Klatscher, ich klatsche euch gleich einer. Ja, toll. Und der Junge kann nicht mal in Ruhe schlafen. Hört her, Leute. Seid froh, dass ihr noch lebt. Die alte Tante und die nervtötenden Gurus sind weg. Ab sofort ist dies das Deltenreich. Ihr lebt? Das Schiff da draußen muss eures sein. Balthasar plant ein ganz ähnliches. Ich habe beschlossen, dass ihr dieses nette Spielzeug nicht verdient. Ab sofort ist es meine Edelkutsche. Epoch, Eilers Freund sein. Ihr müsst mit mir kommen. Ihr könntet sonst rebellieren oder so. Und nun nehmt als Zeichen meines Respekts dies. Boing Flip. Was? Ha!
Was für Geier sind das? Der älteste Trick der Welt. Das war nur eine Kostprobe meiner wahren Macht. Ah ja, seine wahre Macht. Er, der so viel drauf hat. Ungar! Was? Ungar? Wo sind wir? Hä? Unsere Ausrüstung ist weg. Unsere Objekte auch. Geld auch weg. Deprimierend. Eiler kämpfen. Alles zurückholen. Bösen Mann vernichten. Ja. Und, ja, jetzt hätten wir hier theoretisch so eine Sneaky-Sneak-Mission. Kennt man aus vielen anderen Spielen halt auch, wo es dann halt dann... Was? Das haben sie verdient oder Waffen sind sie machtlos. Ja, so ein Bereich. Was? Der Himmel. Dann sind wir... im Düstervogel. Oh, korrekt. Gut erkannt. Ja, wir hätten halt jetzt was? Was? Was ist denn jetzt schon wieder, Luca? Ein Lüftungsschacht. Okay. Wo genau? Warte. Jo. Wenn das hier nicht an Metal Gear Solid erinnert, du, dann weiß ich auch nicht. Wir können das Unterdeck von hier aus inspizieren. Ja, mach mal. Was kannst du denn da sehen? Aha. Ich es. So. Ja, wir haben halt jetzt hier eine Sneaky-Sneaky-Mission, in der wir halt theoretisch alles erstmal abklappern müssen, um zu schauen, so, hey, wo haben wir denn unser Equipment? Und, wie komme ich an mein Equipment ran? Darf mich von diversen Gegnern nicht erwischen lassen, sonst, schicken die mich halt in Zelle. Aber, ja, wir haben ja Eiler dabei. Ihre Waffen kann man nicht unbedingt wegnehmen. Hey, ihr da! Ja, wir hier. Du nicht. So. Hätten wir Eiler nicht im Team, wäre es natürlich halt jetzt so, dass wir uns sneaky sneaky durch alles durchsneaken müssten. Aber mit Eiler, ihre Fäuste kann man nicht wegnehmen. Du kannst hier munter fröhlich machen, wozu du lustig bist. Theoretisch. Was jetzt ein bisschen viele Gegner sind, aber... so an sich halt, ne? Dinosaurier, geht auf alle. Jo. Das sieht doch gut aus. Okay. 48 Tech-Punkte, Eiler wird aufgestuft, was wollen wir mehr? So. Und ich bin irgendwo hier. Toll. Wo dies hier genau ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich von oben noch alles Schönes begutachten kann. Ist halt hier auch sehr, ne? Ohne Musik und was? Hey, ihr! Wer? Wir? Oder die da unten? Schaut, er manipuliert eine Epoche herum. Psst. Pass gut auf, was ihr macht. Dies wird mein königlicher Luftthron. Jetzt gehört die Welt mir. Okay. Was auch immer da an Epoche herumdoktert. Ich will's nicht. So. Dann versuchen wir mal unser Glück, indem wir jetzt hier durchklettern. Hier war ich gerade, ne? Ja, okay. Hä? Was nun, Eiler? Krankstellen, einen Plan aushecken. Krankstellen. Ich verstehe. Wir überlisten den Wächter. Ich bin umgefallen, ich bin tot. Au, der Schmerz, der Schmerz. Was ist? Mission erfüllt. Okay. So einfach kann es gehen. So, das Ding hier hält ordentlich viel aus. Ein Byte. Nicht bitte ein Bit, bitte ein Byte. Hey.
Mach doch schon! Finuke! Objekt? Ach, geht ja gar nicht. Ach, kacke. Wir haben ja gar keine Objekte. Toll. Okay, das heißt, jetzt müssen wir tatsächlich so ein bisschen gucken, so, was tun wir? Wie tun wir was? Wo gehe ich lang? Und, oh, wer ist eigentlich Paul? Da kommt nochmal so ein Viech. Wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt da lang gehen. Die Dinger hier können wir auch umstellen, damit das Laufrad in eine andere Richtung geht. Aber hier immer noch Beppos stehen. Geht's auch irgendwo hoch? Wahrscheinlich hier in irgendeinen Lüftungsschacht? Jo. Hey, ihr da! Jo, wir hier. Zack. Und? Darf ich nochmal? Nein! Nein! Oh. Jetzt haben sie sich alle hingelegt. Ist natürlich hier doof gelaufen. Der neue König, ja. Das haben sie verdient. So, machen wir für die Vollständigkeit halber. Geht nochmal die Sequenz mit Dalton und Epoch halt nochmal. Nicht, dass ich dadurch irgendwie was übersehe, vergesse, nicht machen kann, keine Ahnung. Na? Was ist mit Eidlerlos? Warum kann sie nicht aufhören zu laufen? So. Ja, wir können von hier aus das Ding inspizieren. So, hier ist das Ding. Wir haben halt eben den Fehler gemacht, dass wir halt in diesem Raum waren mit den ganz, ganz vielen. Würden wir das jetzt anders machen, sehe das natürlich ein bisschen anders aus. So, lass uns hier nochmal krank stellen. So, krank stellen. Jo. Everybody do the flop. Bin hingefallen, kann nicht zur Arbeit kommen. So. Lauf. Dann kämpft die hier eben schnell. Oh Gott, der kommt jetzt mit dazu. Ist ja ganz toll. Tech. Dinosaurier. Auf alle. Ende im Gelände. Okay, nicht ganz Ende im Gelände, aber geht schon in die Richtung. Okay. So, hier ist nochmal so einer. Da verteile ich hier auch immer eine Kiste. An die wollen wir auf jeden Fall ran. Es gibt hier irgendwo eine Kiste, die ist halt nicht bewacht. Da haben wir ja halt so das erste Zeug drin für den ersten Charakter quasi. Der ist Teamanführer, wie auch immer. Wo genau die Kiste ist? Oh, frag mich mal, was einfach ist. Lukas Ausrüstung zurückhalten. Sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei, die kämpfen können. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. So, machen wir den hier nochmal platt. Geht ja fix. Gut, werden wir das überleben. Okay. Okay, hier gibt es noch Leitern. Hier will ich jetzt nicht lang. Gehen wir mal hier rein. Ah, guck mal, noch so eine tolle Kiste. Hey, du. Ja, wie hier. Zack. Alle Niedermähen, alle Niedermähen. Also an sich sind die Gegner ja wirklich nicht schwer. Man kriegt es hin. Male steht einfach nur ganz toll daneben. Geld zurückgehalten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, mit Geld kann ich zwar jetzt aktuell nicht viel tun, aber was wir haben, das haben wir. So.
Dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Ah, das ist der Raum. Verdammt. Okay. Dann haben wir das. Und dann haben wir es auch schon. Außer die greifen jetzt einmal alle an. Aber nein, zum Glück nicht. Dann ist ja okay. Easy. Wir können natürlich jetzt hier über den Lüftungsschacht halt wieder sonst wohin. Aber nein. Auch sehr schön das Ding ausgetrickst. Like a Mammut. So, die zwei. Okay. Und hier kriegen wir Males Zeug. Oh toll. Da können wir einmal mit Male heilen. Hier, ruhig auf Eiler. Zack. Ist er einmal voll geheilt. So. Natürlich können wir hier überall die ganzen Lüftungsschächte aufsuchen, aber nö. Instinktiv denke ich mir so, nö. So, dann haben wir jetzt in dem Bereich jede Tür geöffnet. Hallo? Also wir können hier nach ganz oben. Sofern wir nicht in irgendeinen Roboter reinlaufen. Hier hin. Oh schade, ich dachte, ich komme da direkt durch. Oh. Hey, ihr da! Ja, wir hier. Immer noch. Hat sich nicht geändert seit eben. Gibt halt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir halt jetzt einfach weitergehen können, ohne dass wir zum Beispiel Eilers Zeug jetzt noch kriegen, weil sie hat ja kein Zeug. Ihr ganzes Rüstungsequipment und sowas, das fehlt ja komplett. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen aufpassen und gucken so, wo ist denn der Scheiß? Ja. Aber dennoch immer die Räumlichkeiten an sich austesten. Okay. Sieht jetzt nicht so interessant aus. Alles klar. Hau doch nicht immer gleich in die Vollen hier. Hier ist auch nicht so viel. Dauerlicherweise. Okay. Hier haben wir gar keinen Raum. Hier haben wir wieder zwei Beppos. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es über diesen abgeschlossenen Raum, den nicht zugänglichen Raum, quasi zu dem Equipment von Eila geht. Zum Beispiel da in diese Treppe runter, da würde ich gerne. Das würde ja positionell schon fast hinhauen. Okay. Eilas Ausrüstung. Der hat so schön gepennt. Ich habe ihn einfach aufgeweckt. Sauerei, ne? So. Jetzt haben wir das. Jetzt fehlt uns aber noch alles an Equipment, ne? Warte. Weiß, wo wir noch nicht waren. Ja, nicht da lang. Bäh.
Na komm. Mach ihn hin. Dankeschön. So. Schlagring ist das Ding für mit Trefferwertung. Fällt mir mal gerade so ein. Also auf jeden Fall haben wir hier noch Gegenstände. Hey. Frage ist, ob hier unsere Gegenstände oder Objekte allgemein sind. Was hat sie gelernt? Ich glaube, es war Kraft 2, ne? Objekte zurückhalten. Ja, geht doch. Geht doch. Dann schauen wir jetzt mal. Ja, es ist das Ding mit Trefferwertung. Okay. Ist in Ordnung. Aus Gründen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle unsere Objekte wieder. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, eine weitere Magiepille zu bekommen. Die ist jetzt hier irgendwo im Lüftungsschacht. Ich glaube, die ist hier oben rechts. Da. So, und jetzt können wir unseren Weg weiter fortsetzen. Müssen wir mal nur gucken, wo es war. Und ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich weiß, ich muss einmal ganz kurz an den Kollegen hier vorbei. Das geht auch relativ zügig. Und dann hier links die Tür durch. Genau, da haben wir eine Leiter, die wir jetzt nicht von irgendwo anders erreichen können. Ja, und da haben wir die Gegner, weswegen ich gerade wegen der Trefferwertung geschaut habe. Und wir haben ein bisschen Gegenwind. Der Feuerturm, oder auch einfach nur Jared. Ihr kennt diesen Angriff bereits, ne? Kennen wir von dem Schotter. Selbe Funktion. Schlecht zu treffen, aber der greift halt auch mal an. Und wenn es zu lange dauert, explodiert er einfach. Aber es sieht gut aus. 1500 Erfahrungspunkte, 100 Tech-Punkte. Läuft. Ganz runterfallen kann ich zum Glück nicht. So, und dann immer fleißig Ruf. Trifft kein Fallschirm, wenn wir treffen. Nur wenn er uns trifft, ist es natürlich ein bisschen so. Okay. Und komm mal her. Oh nein, das sind zwei. Das ist jetzt schlecht. Weil wir können uns natürlich nur auf einen konzentrieren. Der zweite wird es dann so technisch gesehen nicht schaffen. Höchstwahrscheinlich. Oh, komm schon. Triff doch mal was. Tu doch mal was für dein Geld. Oh. Oh. Okay, einen haben wir. Und der andere hat sich selbst zerstört. Gut, bleibt halt nicht aus. So, ich muss noch mal gucken. Also, sie kriegt hier noch so einen Dreierkick. Dauert auch gar nicht mal lange. Die halt noch die Fackel. Und sie halt Leben 2. Leben 2 macht, glaube ich, Wiederbeleben mit allen Lebenspunkten.
anders als das Leben, das wir hatten von Krono, als er noch lebte. Ha, ha, ha. Also bleib doch mal hier. Nein, das sind wieder zwei. Nein, ich bin zu weit hochgegangen. Nein. Scheiße. Nur die Scheiße mit dir. Scheiße. Hätte ich mal gewartet, dass er weiter runterkommt. Hätte Fahrradgitter. Und irgendwas an Fähigkeiten oder sowas verwenden kann ich ja nicht, weil wegen. Haben sie versiegelt. Wow, wir haben was getroffen. Hammer. Hey. Hey. Na, kommen wir noch dazu? Den auch kalt zu machen? Nein. Aber einer ist besser als keiner. So. Ist da noch mehr? Bis jetzt. Ah. Was ist da los? Ein Golem. Ein rosa Golem. Er? Er was? Chef Golem. Okay. Hier, schluck das. 5. Ich weiß ja nicht. Komm mal, Dinosaurier, komm. Gib ihm. Megabombe. Eis 2. 2. Ah, komm, wir machen mal. Heilen. Haben wir Kraft 2 auf. Ja, er zählt runter, ist jetzt bei 1. Was? Er greift nicht an. Er zählt nochmal runter. Wir gucken uns an, was passiert, wenn er runtergezählt hat. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. 3! Du kannst gut zählen. Fast so gut wie ich. 2! 1! Unmöglich, habe Angst! Ja. Dieser Boss ist einfach nur ein glatter Witz, denn er hat Höhenangst. Er zittert schon vor Angst. So, ich weiß gar nicht, ob ich von ihm was klauen kann. Ich hasse große Höhen. Oh, so ein armer kleiner Boss. So, machen wir Doppelfalle. Geht nicht, okay. Ich hasse große Höhen. Okay. Puh. Also ja, wir hätten ihn besiegen können. Hätten wir minimal Erfahrungspunkte und sowas gekriegt, ne? Aber gut. Muhahaha, fertig. Ich habe es geschafft. Es hat Flügel. Es kann fliegen. Seht dieses schöne Schiff. Das ist eines Königs würdig. Ich nenne es nun die Aero-Delta-Majestase. Und sie werden meine ersten Opfer sein. Aero-Delta-Majestase bereit zum Angriff. Nein, 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 nein! Stopp diese Musik! Ha, das klingt besser. Fertig zum Abflug. Die Aero-Delta-Majestase. Houston, wir haben kein Problem. Wisst Bescheid. Da ist er. Da! Da was? Epoch! Epoch kann fliegen? Es heißt nicht Epoch, sondern die Aero-Delta-Majestase. Ihr seid nutzloser Ballast.
macht eine Fliege und verduftet. Piu-piu. Es kann auch schießen. Wahnsinn. Wie kleine Insekten kommt die mir vor. Da. Es ist alles Deltans Schuld. Krono. Gib uns Krono zurück. Okay. Ihr. Ihr was? Dalton Plus. Oh ja, okay, gut. Lass ich mal so gelten, ne? Mach mal Dinosaurier. Du gibst. Hier, Ether voll auf sie. Hat jetzt auch nicht so viel Schaden gemacht, der Dinosaurier, ne? Drehschwanz. Megabombe. Ja, das sieht schon besser aus. Und Male muss dann halt gleich auch mal ein bisschen heilen. Er macht natürlich wieder Eisenorb auf alles, was ihn attackiert. Gegensätzliche Magieattacke. Okay. Oha. Wo ist es? Kraft 2 auf Eila. Und Drehschwanz. Delta Plus. Sind wir bei Disney Plus oder was? Chef Golem? Hä? Oh oh oh. Ein schwarzes Tor hat sich geöffnet und er ist weg. Tja. Mein Chef Golem hätte eh nicht helfen können, weil er hat Angst. Ist Epoch noch intakt? Epoch okay? Wichtig zu wissen wäre, ob er die Steuerung verändert hat. Wofür ist dieser Schalter? Eila, drück Y, schnell! Okay, Eila hat Y gedrückt. Piu, piu, piu! Tja, sag Tschüss zum Düstervogel. Gut, dann versuch den X-Knopf. Oh oh. Klingt nicht so gut. Oh oh. Jawohl! Dalton bekam, was er verdient hat. Oh, dieses Schiff kann fliegen. Eila hat Knöpfe gedrückt. Puh, jetzt verstehe ich. Epoch gesund. Epoch Vogel geworden. Epoch musste sowieso General überholt werden. Krono. Male. Krono stark. Krono nicht sterben. Jo. Und da sind wir mit unserer Maschine. Yippie-yay. Krono muss irgendwo sein. Ich werde ihn finden. Tja, und ob Male ihn finden wird, finden wir dann heraus in der nächsten Folge von Chrono Trigger. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.